Das Erbe der Familie de Rune. Interessante Professur. Bisschen längere Haare hätte sie schon lassen dürfen. Es wird mit jedem Mal höher. Sophia, du bist gekommen. Natürlich. Ich wollte nicht fehlen. Hey, Vorsicht, ich rieche wie eine Ziege. Willkommen in deinem schönen Reich, Ziege. Wie geht es dir? Bist du bereit? Ich schätze schon. Dann sollten wir keine Zeit verschwenden. Oh, warte. Hey. Wenn du mehr Zeit brauchst, um dich zu verabschieden, sag Bescheid. Ach, wir gucken uns noch mal kurz um, oder? Wenn ich darf. Meine Damen, ich muss gehen. Danke für eure Besuche. Bitte kümmert euch schön um alles. Aha, aha. Okay, okay, okay. Ja, gucken wir uns mal hier um. Ich werde deine Wärme vermissen. Die ruhigen Nächte. Wie du mich vor dem Gewitter schützt. Okay, okay. Ich muss es tun. Ja, dann. Schon gut. Gehen wir. Wie du meinst. Ich habe die Pferde oben gelassen. Also, was hast du die letzten Monate so gemacht? Spaziergänge, Arbeit am Haus. Ich wollte mich müde machen. Hat's funktioniert? Mir geht's besser. Ja. Gut. Ich habe mir ganz schön Sorgen gemacht. Alles gut, Sophia. Es ist jetzt ein Jahr her. Schon. Und wie läuft das Geschäft? Gut. Ich handle inzwischen mit legalen Dingen. Oh, wie kommt's? Ah, ich will einfach nur länger leben. Wirklich? Mir ist eine ruhige See lieber als ein Sturm. Apropos, ja. Wir legen morgen ab. Gut. Sehr gut. Kommt unser Alchemist mit? Lukas. Oh nein, der ist noch unterwegs. Studiert. Als Lokomotivführer. Sie werden so schnell erwachsen. Er brauchte das. Puh. Es wird kalt. Wir sollten uns ein bisschen beeilen. Ja, dann lauft halt einmal. Ich versuche schon die ganze Zeit zu rennen, aber ihr lasst mich ja nicht. So richtig rennen ist das jetzt auch nicht. Das ist eher so joggen. Das habe ich schon mal schneller gesehen. Und? Weißt du schon, wo wir dich absetzen sollen? Noch nicht. Aber ich glaube, ich weiß es, wenn ich die Zeichen sehe. Der Makula? Ja. Sie hinterlässt Spuren auf Dingen und Menschen. Ich glaube, ich kann herausfinden, wo der nächste Träger und die nächste Beschützerin entstehen. Die nächste Plage. Okay. Also doch ein dritter Teil? So wie Elia uns geholfen hat. Also keine Chance, dass du dich mal ausruhst? Keine. Na gut. Ah, das... Das riecht so gut. Und die Stille. Ja. Ja. Ich werd's vermissen. Und mal ganz ehrlich, ne? Wenn die jetzt dann die Leute trifft... Als Beschützerin und Makula-Träger geht die dann hin und sagt: Hi, ich kann dir gleich sagen, du musst den jetzt ausschalten, weil ich musste das mit meinem Bruder auch machen. Mal ernsthaft?
Oder wie hat die das vor? What the fuck? Also, erst töten und dann reden. Ach, amerikanisches Prinzip. Okay. Ah, der Herr Panda ist wieder in Final Fantasy unterwegs. Hey, 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 hey. Jungs, das ist Amicia. Ich verstehe es nicht. Es ist ein besonderer Tag. Hey. Entschuldigung. Ich will ins Game, aber Game so, nö. Ja. Gibst du mir noch etwas Zeit? Ich muss noch was erledigen. Gib mir noch Zeit. Mein Rücken freut sich über diese Pause. Zieht ein Sturm auf? Ich denke, der Sturm ist schon da. Wird nicht lange dauern. Es wird schon alles gut. Was ist los? Was muss ich machen? Ich habe keine Ahnung. Aber ich kann mir das nicht vorstellen. Ich meine, sie will den Leuten helfen, aber sie kann nur helfen, indem sie erklärt, was die Beschützerin machen muss. Und das heißt, den Träger der Makula wahrscheinlich meucheln. Weil der Träger der Makula oder die Trägerin, je nachdem, ja so dermaßen psychisch unter Druck gesetzt wird. So flach aussehen. Von allen Seiten, dass es ja wieder zu dem Ende kommt. Also wird es auf kurze oder lange Sicht dann quasi bedeuten, dass sie die Leute drauf schult, sich gegenseitig zu erschlagen. Ja, das ist die Erfahrung, die wir gemacht haben. Die Makula-Träger werden von allen Seiten jetzt unter Druck gesetzt, dass sie quasi eskalieren und es zu dem Fiasko kommt, wie es jetzt in Marseille passiert ist. Komisch. Ich kann mir das nicht erklären oder irgendwie sinnvoll vorstellen. Hi, ich bin Amicia, ich war ehemalige Beschützerin und mein Träger der Makula musste ich leider erschlagen, weil er durchgeknallt ist. Ich bin's. Ich komme rein. What? Schon gut, keine Sorge. Adler? Sehr geil. Das ist geil. Und da drüben ist ein Grab. Sind zum ersten Mal hier. Ich weiß, du hast immer schnell Freunde gefunden. Ich wusste nicht, ob ich bereit bin, aber Sophia ist hier. Verzeih mir. Wieso ist das so schwer?
Wir haben nie aufgegeben, was? Hielten Stand. Möge diese Erde nie vergessen, wie sehr du sie geliebt hast. Was du aufgeben musstest. Alles, um sie zu beschützen. Hm. Ja. Nochmal schön die Gefühle in den Mixer und nochmal so richtig schön reinschlagen. Ich erinnere mich. Und ich werde nicht vergessen lassen. Heavy. Spieleentwickler, du bist ein Arsch. Das ist nochmal so richtig, richtig schön. Das Messer nochmal richtig rein und nochmal richtig rumdrehen und. Wow. Richtig schön, die Gefühle so richtig schön, bam, so richtig durch den Mixer noch mal richtig rein. So, da bin ich jetzt mal gespannt, ob sie jetzt da noch einen dritten Teil wagen, der Amicia quasi als, ja, weiß nicht, als Retterin in eine Geschichte mit einbindet, in der sie aber vielleicht auch als Böse erstmal hingestellt wird, so ungefähr. Aber sich dann rausstellt, dass sie die Gute ist, irgendwie sowas. Bin ich mal sehr gespannt. Aber heftig, leck mich am Arsch. Das Ende und dann das Ende des Endes. Richtig, richtig nice. Wow. So. Und perfektes Timing. Weil ich jetzt einen Anschluss an den Stream gleich God of War runterladen kann. Dass wir dann nächste Woche ab dem 9. gemütlich zusammen zocken. Und da werde ich sehr früh schon da sein. Irgendwas zwischen 5 und 6 Uhr morgens. Und dann werden wir da loslegen. Das machen wir dann so bis, keine Ahnung, 12, 14 Uhr erstmal. Dann gönne ich mir eine Pause. Werde ich auch brauchen. Und auch ein bisschen Family Time und so weiter. Und Essen und das ganze Zeug, was man halt so zwischenzeitlich macht. Und dann am Abend, am 9. werden wir dann direkt weitermachen. Wenn das durchklopfen, bin ich sehr gespannt. Dieses Game, super. Und das neue God of War. Ich hoffe, dass es auch so ähnlich irgendwie in die Richtung einen Pakt fesselt. Ich hoffe nur nicht, dass sie dann Kratos irgendwie was zustoßen lassen, weil das wäre richtig heavy. Aber gut, lassen wir uns überraschen. Jetzt sind wir erstmal hier, können uns noch abspannen. Und ja, ganz entspannt würde ich sagen. Auf ganz entspannt. Aber ihr dürft auch gerne noch kurz eure Meinung reinhauen in den Chat, wie ihr das findet. Alles klar. Ansonsten wird das natürlich auch war das wirklich gut, das Game? Ja, es war super. Es war wirklich, bis auf ein paar Kleinigkeiten, ne? So Kameraschwenker einfach zwischenzeitlich, die sind
Hass. Sowas ist Hass, vor allem wenn du gerade im Kampf bist. Und der Aufhänger im finalen Kampf, das war, aber das ist okay, das ist, kannst du nichts machen. Kannst du leider nicht machen. Aber das war so richtig Hass. Ansonsten, top. Wirklich gut, wirklich sehr schön. Für die, die vielleicht noch irgendwie eingeschlafen sind oder abgelenkt waren oder, macht euch keinen Kopf. Das Ganze findet ihr auf YouTube. Montag, Mittwoch, Freitag, 12 Uhr kommt immer eine Folge. Dann werden wir jetzt die ganzen Kapitel durchspielen. Und natürlich wird dann auch God of War auf YouTube erscheinen, ganz klar. Ja. Und ansonsten wird sich auf jeden Fall noch sowas ändern, wie ich werde mich jetzt ein bisschen in die Vlogs reinarbeiten. Und werde dann da auch noch, muss mal gucken, wie ich es zeitlich hinkriege. Einmal die Woche wäre super, das wäre Optimalzustand, ein Vlog oder ein Vlog-Thema auf Insta, TikTok und auch auf YouTube dann raushauen. Darüber können wir gerne auch im Stream quatschen, kein Thema. Generell das Thema mit der Pest greift doch heute kaum einer auf. Ja, die Filmindustrie eher als die Spieleindustrie. Also in der Filmindustrie kriegst du das Thema Pest in sämtlichen Variationen und Ablegern und Anlehnungen und Verknüpfungen. Aber in der Spieleindustrie, oh, ich glaube, da kannst du von der Hand abzählen. Kannst du, glaube ich, von einer Hand abzählen. Aber ich glaube, es ist auch ein Thema, was nicht gerne jemand in die Hand nimmt. Weil erstens ist die Pest sehr, sehr stark verknüpft, ne, mit religiösen Konstitutionen. Dann hast du die Franzosen oft an der Backe. Da. Ja, wobei die Pest natürlich nicht nur in Frankreich gewütet hat, aber meistens, und das ist halt das Hassthema Nummer 1, ist alles, was in die religiöse Richtung geht, also kirchliche Einrichtungen, die zur Zeit der Pest. Ja, fragwürdige Sachen gemacht haben. Oh, wirklich fragwürdige Sachen, meine die Kirche. Das Thema können wir wirklich, wirklich außen ausweiten, wie auf der Schlachtbank ein Tier. Aber ja. Ja. Das ist natürlich sehr, sehr schwierig. Nvidia ist Trademark. Ja, Nvidia entwickelt auch sehr viel aktuell mit. Ja, aber ich bin aktuell noch ein AMD-Grafikkind. Muss ich sagen, ich habe bis jetzt meistens Grafikkarten von AMD gehabt und ich bin bis jetzt immer sehr, sehr zufrieden. Ich hatte letztens einen Podcast, dass die Niederlage der Engländer gegen die Franzosen.